Hallo, mein Name ist Carmen Kellermann. Ich bin die Revierleiterin vom Forstrevier Waldshut im Landkreis Waldshut. Und hier sind wir im Privatwald vom Armin Arzner auf der Gemarkung Oberalpfen. Die Waldbesitzer können mich als Försterin anrufen. Ich würde dann rauskommen auf ihre Flächen und wir können zusammen besprechen, welche Möglichkeiten sie haben für eine mögliche Aufforstung. Da muss man sehr viele verschiedene Faktoren beachten und es ist nicht bei jedem Waldbesitzer gleich. Also da muss man wirklich zu jedem Waldbesitzer persönlich auf die Waldfläche kommen. Für mich hat der Klimawandel einiges an Veränderungen mitgebracht. Der Arbeitsrhythmus hat sich verändert. Früher waren wir überwiegend im Winter im Wald. Im Sommer habe ich meine Landwirtschaft betrieben. Jetzt muss man viel im Sommer im Wald arbeiten. Sei es einmal die Käferholzaufarbeitung und seit 2-3 Jahren massiv die Aufforstungen, Pflanzen und auch Schütze. Sowie die Aufforstungen müssen dann übers Jahr durch gepflegt werden. Wir arbeiten mit der Revierförsterin gut zusammen, weil wir seit der Käferproblematik und der Aufforstung die Zusammenarbeit benötigen. Wir müssen Förderanträge stellen, einmal um die richtige Pflanze auszuwählen. Nicht jede Pflanzung wird bezuschusst. Wenn ich hier eine reine Nadelholzkultur hochziehen würde, würde ich keine Zuschüsse kriegen. Das Land Baden-Württemberg hat eine relativ neue Förderrichtlinie rausgebracht, die Waldbesitzer auch monetär unterstützen. Und da bekommt der Waldbesitzer für alle klimaangepassten Baumarten in einer bestimmten Mischung ungefähr 1,60 Euro, 1,70 Euro ausbezahlt. Und auch in Folge die Pflege der Kulturen wird auch gefördert. Die Herausforderung wird sein, dass man die richtige Pflanzewahl trifft. Ich glaube, ich habe mindestens 10 verschiedene Pflanzensorten gepflanzt, eben Douglasie, dann sehr viel Laub. Mit Ahorn habe ich ganz viel gemacht. Wir sehen hier im Bestand einen Kirschbaum, Hybridnuss, ja, ganz viele verschiedene Sorten. Und dann wird die Herausforderung sein, den Bestand zu erhalten, den gesund nach oben kriegen. Ja, und den alten Bestand so weit gesund zu kriegen, dass man immer schaut, wo ist er befallen von Sturm, immer noch nach Käfer achte, den Bestand sauber halte und eben den bewirtschafte. Mir ist der Wald natürlich sehr wichtig. Er ist so vielfältig. Ich liebe auch den Rohstoff Holz. Man kann sich ja nichts Schöneres vorstellen als ein schönes Kaminfeuer jetzt im Winter oder auch einen Holztisch aus den heimischen Wäldern hier. Wir behalten den Wald im Auge. An über 800 Standorten in Baden-Württemberg.